Oh, willkommen, pass auf, bei bist du krass oder was? Ich mache erstmal mega Einstellung. Ah, okay, jetzt? Okay. Ja, Leute, ich wollte euch mal was erzählen. So, also folgendes: Ich steige gestern in der Straßenbahn, ne? Und da ist eine ganze Horde Monster eingestiegen. Also hier Kleinkinder, ne? Kindergarten, ne? Pass auf. Und da sitzt die Oma alleine, ne? Und da setze ich das Kind daneben, ne? Und da fragt die Oma: Kommst du gerade aus dem Kindergarten? Ne? Dann sagt das Kind, der Kleine, ne? Sagt er: Nee, aus dem Hort. Dann sagt die Oma: Was? Aus was vom Hort? Dann sagt der Kleine wieder, oder die Kleine: Aus dem Hort. Das ging dann so dreimal, ne? Was? Aus was vom Hort? Na, auf jeden Fall, dann bin ich aufgestanden und habe gesagt: Ey, Oma. Das ist so, in der Vergangenheit, die Zukunft hat uns bewiesen, jetzt muss ich irgendwas mit Feministinnen sagen, nee, das heißt nicht mehr Kindergarten, das heißt jetzt Hort, ne? Da dreht die sich um und sagt zu mir: Mensch, sie stinken aber. Ich so: Ach du Scheiße. Oh. Ich sag: Ja, früher habe ich nach Parfüm gestunken, ne? Da war ich noch mit Versicherungen und Immobilien und als Drücker unterwegs. Ne? Ja, da habe ich dann, also ist ja auch, ne? Ist ja Betrug von Schnee von gestern. Ne? Fakt ist, wie gesagt, die sagt zu mir: Ich stinke. Ne? Ich, ja, und dann sage ich: Ja, mal jetzt aber, wo ich jetzt ehrlich geworden bin, ne? Da stinke ich nach. Alter, Falter. Boah, ich muss duschen. Ne? dann fragte sie mich dann so, ne? Also zum Schluss dann noch: Ob ich denn überhaupt Deutsch spreche. Ja, da habe ich noch nichts mehr gesagt. Ich habe mal gesagt: Ich reg mich nicht mehr auf in Deutschland. Ne? Ich laufe die letzte Station. Ja, ne? Ich laufe die letzte Station, aber war ein Kracher. Ne? Ich stink. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also irgendwie, also ich habe heute Morgen, also, Alter, nee, das hatte ich ja selber nicht mal aus, du, ey.